Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur Chaos-Kolonie. Und bevor wir heute mit dem eigentlichen Inhalt des Videos beginnen, sei mir kurz der Hinweis gestattet, der nächste Stream steht schon fest. Und zwar ist der deutlich näher, als man das vielleicht erwartet hätte. Und zwar am Dienstagabend. Uhrzeit würde ich mal so Richtung 19, 19.30 Uhr vermuten. Genauere Infos gibt es aber wie immer auf dem Discord. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid, ne? Also Dienstagabend. Aber bis dahin gerne fleißig Videos schauen, liken nicht vergessen und ja, ne? Okay, so, was wir heute machen werden. Also zum einen, ihr seht ja schon, ich bin an diesem Raum. Da möchte ich mich nochmal so ein bisschen mit den strahlenden Käfern auseinandersetzen. Die sind ja hier fleißig am Eierlegen. Ja, da werden wir die Transportschiene hier hochbauen müssen. Das werden wir alles machen. Außerdem habt ihr mich noch darauf hingewiesen, dass die ziemlich heiß werden. Jetzt haben wir die aus Obsidian gebaut. Schmelzen werden die wohl nicht, aber die werden sicherlich irgendwann überhitzen, oder? Oder werden die nicht überhitzen? Ich weiß es nicht. Müssten wir mal ausprobieren. Also mein Gedanke geht eigentlich in die Richtung. Ihr hattet mir empfohlen, das Ganze mit Petroleum zu kühlen, indem ich da ein bisschen Petroleum drauf schütte. Da das hier direkt neben der Rakete ist, weiß ich nicht, ob das so gut funktionieren würde. Weil das Petroleum ja bei der Hitze sicherlich verdampfen würde. Und dementsprechend ist meine Idee eher, hier vielleicht immer ein Gas rauslassen, so wie wir das hier gemacht haben. Einfach mit dem Gasauslass würde ich stattdessen hier einen hinlegen. Das ist so gerade die Idee, die ich dazu habe. Wie wir das in der Praxis genau machen werden, ne, schauen wir mal. So, ja, womit fangen wir an? Vielleicht mit dem Hinweis von euch, dass man das Ganze hier inzwischen deutlich besser und schöner gestalten kann. Nämlich, dass man die Raketenplattformen hier auch miteinander verbinden kann. Und dass die dann alle den Ladeanschluss oder die Ladeanschlüsse benutzen. Das ist natürlich eine recht gute Geschichte, weil so könnten wir auch die hier damit nutzen. Das hätte zwar zur Folge, dass wir das hier alles nochmal wieder abreißen müssen, aber noch ist es dafür ja nicht zu spät. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir das. Obwohl, ich habe gerade noch eine andere Idee. Ja, eigentlich habe ich sogar mehr als eine Idee und ich habe auch Fragen. Weil, wenn ich das jetzt hier nebenbaue, müsste ich ja hier eine Leiter haben, um in diese Rakete reinzukommen. Das heißt, mehr als zwei könnte ich ja theoretisch nicht verbinden. Korrekt. Oder man macht ganz wilde Sachen, baut eine Leiter drüber her und dann wieder runter, aber das ist ja auch, denke ich, ein bisschen am Ziel vorbei. Oder kommen die so auf die Plattform drauf? Man, das müsste ich mal ausprobieren. Wenn ich jetzt hierher gehe und, obwohl, nee, wir können die Leiter nur bis da bauen. Bei diesem Antrieb, wir könnten das ja mal testen, indem wir da die Leiter wegnehmen, hier eine neue Leiter hinbauen. Probieren wir heute mal ein bisschen. Dann wird es nämlich bedeuten, wenn die so auf die Plattform drauf kommen, was ja nur zwei Ziegel hoch ist, dann könnten die da auch auf die Leiter steigen und oben in die Rakete. Ist es nicht eigentlich üblich, diese Leitern aus Obsidian zu bauen? Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Okay, dann kann man also doch mehr als zwei miteinander verbinden, dass es Sinn macht. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wie es mit diesem Antrieb hier ist, weil der ist ja ein bisschen breiter. Da müsste man dann vielleicht eine Querverbindung oder so machen. Dann können wir auch die Rakete hier nämlich stehen lassen. Und dann macht es auch Sinn, dass ich die halbwegs einheitlich immer baue. Na, das ist eigentlich alles nicht so ganz schlau, wenn ich jetzt eine Rakete habe, die eigentlich hier landen sollte und die landet hier. Fragen über Fragen. Beliebiger Landeplatz. Ah, okay, ja, stimmt, wir können das ja einstellen.
Das hier ist 418, aus der machen wir dann mal Petroleum, weil hier können wir Petroleum auftanken. Nicht ausschalten. Achso, die wurde wahrscheinlich ausgeschaltet, weil ich nach Petroleum Enter gedrückt habe. Aber eigentlich wollte ich damit nur die Eingabe. Na, ist egal. Denken wir nicht weiter drüber nach. Petroleum, so, sehr schön. Da muss ich da halt ein bisschen drauf achten. Das kriegen wir ja hin. Und diesen Bereich hier könnten wir nutzen, indem wir hier dann noch ein weiteres Modul dazwischen bauen. Ne? Achso, die sind bei den entsprechenden Sachen. Feststoff würde ich nicht beladen, aber das würde ich mal in Aussicht stellen, dass wir da auf jeden Fall ein Entlademodul haben. So, und dann haben wir die nämlich alle miteinander verbunden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann können wir jetzt den Gasanschluss, der ja eigentlich hierfür gedacht ist, für Sauerstoff, Beladung und andere Gase Entladung, hier benutzen. Um die dann hier auch anzuschließen. So scheint das zu funktionieren. Wie weit hat die Rakete das noch zurück? Ja, okay, das ist noch ein bisschen. Mich würde nämlich interessieren, wie das hier abläuft. Ich habe den CO2-Anschluss nach dort. Das sollten wir dann auch noch mal überdenken. Heute ist, glaube ich, so ein Video, wo ich selber so ein bisschen ausprobiere, weil ich mir bei vielen Sachen absolut nicht sicher bin. Beispielsweise, ob ich hier an dieser Rakete jetzt irgendwo sehen kann, was wir für Ressourcen hier haben. Also beispielsweise kann ich hier so erfahren, wie viel... Ne, wir haben keinen... Ne. Da werden also nicht die Materialien angezeigt, die in der Rakete eingelagert sind. Schade. Dann habe ich keine Möglichkeit jetzt. Oder vielleicht hier. Nee, auch hier kann ich nicht sehen. Wie viel Sauerstoff wir noch in Reserve haben. Das ist natürlich auch... Ja, perfekt ist das nicht. Noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag für Clay Entertainment für die Zukunft. Das könnte man noch ergänzen. So, hier brauchen wir jetzt noch aus Wolfram. Ja, das reicht. Ein Stromkabel hierher. Und wir brauchen einen Entladeanschluss. Transportschiene. Müssten wir eigentlich auch aus Wolframit bauen. Vielleicht bauen wir das alles dahingehend um, dass wir hier einen Bereich nach unten freilassen. Also zum einen erstmal hier überall isolierte Ziegel. Dann sind das, glaube ich, 10 Felder nach unten. Ich rechne mal das hier nicht mit. Okay, das ist schon ganz schön weit. Das wäre dann... Na, da geht es gar nicht. Da müssen wir es auf die Höhe machen. Nicht aus Obsidian, weil da unten wird es hoffentlich so heiß nicht werden. Machen wir auf die Höhe hier nämlich eine Ebene rein, wo wir dann auch den Bereich hier unten nutzen können, weil irgendwann wird es halt blöd mit den ganzen Leitungen hier nach links und rechts verlaufen. Ich meine, noch geht das, es sind noch nicht so ganz viele, aber wer weiß, was hier in unserem Raketenprogramm alles noch dazukommt, plus diese Abschussdinger und was es sonst noch alles so gibt, würde ich das ganz gerne mal umbauen und ergänzen. So, starten wir mit denen und dann kann man nämlich anfangen, den Bereich hier auszufüllen. Das hier ziehe ich schon mal
komplett durch bis da. Aber wenn ich das hier mache, dann kommen wir durch nicht mehr unter den Plattformen drunter her durch. Das ist aber eigentlich auch egal. Ich sehe nur gerade die Gefahr, dass sich hier jemand einsperrt. Ja, stopp, ich kann das ja nur immer Ziegel für Ziegel machen. Oder ich müsste die Solarmodule teilweise nochmal wieder abreißen. Ja, wisst ihr was? Wir ignorieren das da an der Stelle einfach nochmal, weil wir werden hier sowieso keine Rakete bauen. Bedeutet, ja doch, das baue ich trotzdem mal. Wir könnten das ab hier dann auf dieser Höhe machen. Oh. Und mal schauen, wie wir den Rest hier weitermachen, ob hier noch eine Rakete dazukommt. Oder ja, möglicherweise schon. So, hier können wir dann einstellen, was wir entladen wollen aus den Raketen, aber die kommen ja jetzt noch nicht mit Feststofftanks zurück. Das wird eher dann interessant für die Raketen, die dann mit einem Bohrkopf oder wie heißt das nochmal gleich, mit dieser anderen Raketenspitze auf jeden Fall die Sachen hier untersuchen. Da könnten wir ein Artefakt finden. Vielleicht wird das eine der ersten Missionen dieser Rakete. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen diese ganzen Tankgeschichten, Petroleum und so weiter ja hier nicht. Deswegen ist das, weil die habe ich mich vorhin schon gewundert, dass wir die nur auf 20 Felder Höhe bauen können. Aber wir haben ja hier den ganzen Antrieb quasi schon in 5 Höheneinheiten abgeschlossen. Das heißt, wir haben durchaus noch Platz für andere Geschichten. Was wir definitiv brauchen werden, ist ein Batteriemodul. Damit beginnen wir mal. So, das können wir auch da direkt mit. Habe ich die Leitung hier aus Wolfram gebaut? Ja. Das können wir machen. Dann, was wir ebenfalls. Das Kartografiermodul nicht. Ein Artefakt-Transportmodul, würde ich sagen. Solarmodul brauchen wir nicht, weil der Teilchenblitzgenerator, glaube ich, auch Strom erzeugt. Müssten wir gleich mal gucken. Ein Gasfrachtkanister. Gasfrachtkanister werden wir ja für Sauerstoff auf jeden Fall wieder brauchen. Richtig? Ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wie wir das machen können. Oh, der ist aber groß. Ich plane das mal mit ein. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gibt es den auch in kleinen? Da, ja, ein Gasfrachtkanister. Wie groß ist denn? Dann nehmen wir. Das muss ja kein großer sein. So, Bau abbrechen. Und nochmal. Dann nehmen wir mal den einfachen Gasfrachtkanister. Ja, das sind schon mal 2 Felder gespart. Das sieht jetzt natürlich immer ulkig aus mit den kleinen Zwischenteilen und dann wieder die breiten, die gleich kommen werden, aber naja. So, wenn das jetzt eine Rakete ist, mit der wir abreißen wollen, brauchen wir den Bohrkegel auf jeden Fall noch. Bloß der muss natürlich ganz nach oben. Wir brauchen das Raumfahrermodul. Vielleicht planen wir die Sachen einfach mal so, wie wir sie auf jeden Fall noch brauchen. Dann kommt da oben der Bohrkegel drauf. Bauen und bei welcher Höhe sind wir dann? Bei 18, dann haben wir nur noch 2 Felder frei. Okay, da muss man sich da auf jeden Fall deutlich einschränken. Hat der Bohrkegel einen eigenen Innenraum? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Weiß ich auch gar nicht. Vielleicht können wir uns dann das Raumfahrermodul sparen. Schauen wir mal. Wir lassen das erstmal fertig bauen und dann können wir gleich genauer weiter gucken. So, worüber hatten wir noch gesprochen? Das hier könnten wir zum einen dann mal anfangen auszugraben.
machen wir ruhig 3 Felder Höhe direkt. Mit dem einen Unterschied, dass wir da nochmal 2 Stück stehen lassen, weil wenn das hier noch nicht gebaut ist, könnten wir dann da trotzdem noch runter. So, Gasfrachtkanister, da möchte ich Sauerstoff drin haben. Okay, wird auch direkt begonnen zu füllen. Hier würde ich mir auch noch, ich meine, vielleicht gibt es hier wieder irgendwelche Sachen, die ich nicht verstehe, aber eine schönere Unterteilung einstellen, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte hier 1000 Kilogramm Sauerstoff haben und den Rest lasse ich dann frei für andere Sachen, weil wenn ich zum Beispiel hergehe, wo haben wir so eine, okay, scheint es hier bislang noch nichts zu geben, wo Gase sind. Aber ich würde vermuten, dass es auch sowas gibt, wo wir Gase einfangen können. Und ja, dann wäre es halt blöd, wenn der Tank schon mit Sauerstoff gefüllt ist. Einfach gesagt. Das ist egal, der soll sich jetzt ruhig erstmal füllen, ist alles gut. Ach so. Ne, stopp. So, und dann machen wir den nochmal wieder weg. Das ist jetzt das Problem gewesen. So. Ah, da ist die Rakete. Mensch. Das ist ja ein Timing. Jetzt können wir das auch mal direkt beobachten. So, da wird jetzt alles rausgelassen, scheinbar. Außer. Na komm schon, Autosave. Außer Sauerstoff, weil wir hier Sauerstoff eingestellt haben. Der soll drin bleiben. Ja, das ist ja cool. Ich bin tatsächlich begeistert. Jetzt wird wahrscheinlich dieser hier erst vollgeladen, bis man mal anfängt, den hier zu füllen. Aber da ist auch genügend drin. Könnte ich auch noch überlegen, ob ich den hier nicht gegen einen kleineren austausche. Aber andersrum wüsste ich auch nicht, was ich stattdessen reinpacken sollte. Oxylit wird gefüllt, Petroleum wird gefüllt. Okay, also da gab es deutliche Verbesserungen. Die finde ich richtig gut, muss ich sagen. Das ist absoluter Fortschritt. Jetzt wollte ich hier nochmal testen. Ne, wir können hier die Leiter nicht an der Stelle bauen. Okay, dann müssten wir quasi von einer anderen Rakete darüber, wenn ich die hier abreißen wollen würde. So, der Bohrkegel. Okay, der Bohrkegel hat kein eigenes Innenleben. Das heißt, das Raumfahrermodul muss da runter. Wir hätten noch wie viele Felder? 2. Ja, das ist wirklich nicht viel. Was könnten wir oder was brauchen wir denn noch? Ich hätte gerade gedacht, das Artefakt-Transportmodul. Das hat eine Höhe von 1. Flüssig-Oxidator-Tank brauchen wir nicht. Kleiner Feststoff-Oxidator-Tank auch nicht. Orbitales Frachtmodul brauchen wir auch nicht. Ja, dann ist eigentlich das Einzige, was wir hier noch einbauen können und was wir einbauen sollten, das hier. Das würde ja dann aber wiederum bedeuten, dass wir mit dieser Rakete, so wie wir sie jetzt geplant haben, nicht hierher fliegen könnten. Na, da sind sowieso Flüssigkeiten, aber beispielsweise hierher fliegen könnten und diese Sachen auch abbauen. Könnten nur das Artefakt hier abbauen. Was ja keinen Sinn macht. Was könnte ich denn bei dieser Rakete weglassen? Ich brauche die Batterie doch eigentlich gar nicht, oder? Fällt mir gerade mal so ein. Ah, jetzt habe ich. Ne, das soll da nicht hin, das soll woanders hin, weil sonst passt die Batterie ja nicht mehr. Ja, ist wirklich gerade die Frage. Die Batterie brauchen wir ja eigentlich nicht. Oder erzeugt das Teilchenblitztriebwerk doch keinen Strom? Ja.
Moment, irgendwo kann ich das doch nachlesen. Gucken wir erstmal hier bei dem, wo ich sicher weiß, dass wir Strom erzeugen, da oben. 480 Watt. Nee, okay, die scheint kein Strom zu erzeugen. Okay, dann brauche ich die Batterie doch. Es sei denn, ich baue hier in die Rakete rein eine Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Das ist ja auch noch eine Option, ne? Viele Fragezeichen heute, merkt man, ne? Ich bin mir bei ganz, ganz vielen Themen nicht sicher, wie man es am schlauesten macht. Beziehungsweise bin ich mir nicht mal sicher, wie man es überhaupt macht. Bislang wirft das Video mehr Fragen als Antworten auf, würde ich mal zusammenfassend sagen. Die Förderschiene muss noch hier angeschlossen werden. Oh, da haben wir schon eine ganze Menge strahlende Nympheneier. Ja, auch hier hattet ihr mir noch Sachen geschrieben. Den Teilchenblitzgenerator noch weiter nach rechts setzen, um dann schräg da drauf zu schießen. Aber was sollte ich dadurch gewinnen, wenn ich das mache? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Näher als so schräg kriege ich doch den Generator da sowieso nicht ran. Oder? Ne, ich wüsste nicht wie. Also ganz theoretisch würde ich sagen, wir können das jetzt da dicht machen an der Stelle. Wir brauchen hier so oder so noch eine Stromerzeugung dafür. Aber dann könnten wir anfangen, die Eier hierher zu transportieren. Um das zu machen, ich wollte hier ja sowieso zumindest einen Moment gucken, die Option zu haben, hier noch mehr Sauerstoff zu erzeugen. Für die Antriebe, beziehungsweise Sauerstoff werden wir auch ein bisschen damit erzeugen, aber es wird vorrangig darum gehen, dann Wasserstoff zu erzeugen, den wir verflüssigen können. Dass wir den Antrieb dann auch noch nutzen können. So, und dann würde ich sagen, verlegen wir die Förderschiene hier nach unten. Okay, ich muss Wolframit abbauen. Wir haben nicht mehr allzu viel. Hier ist ein bisschen was. So, dann. Ja, so richtig viel Wolframit haben wir irgendwie nirgendwo, aber immer so ein bisschen was. Sind jeweils 300 Kilo, die wir dann da freigraben. Pro Feld. Das eine lasse ich mal außen vor. Das hier sind auch alles nicht so die Riesenmengen. Ach, in denen ist auch Wolframit drin. Oh, okay. In den Uranbereichen. Das ist ja gut zu wissen. Das ausgegraben haben wir ja erstmal ein bisschen. So, die Förderschiene können wir dann bis nach da, also unterhalb von dem Bereich aus Wolframit bauen, und dann können wir mit anderem Material weitermachen. Beispielsweise Eisen. Oder gibt es etwas, von dem wir noch mehr haben? Kupfer. Hm.
So, und wir müssten im Grunde. Nach hier müssten wir. Da kommen wir ja eigentlich einfacher. Da weiter hochgehen. Ah, Mist, ich wollte gerade sagen, guck mal, das alles ohne Shift. Ich bin richtig stolz auf mich selbst. Und dann verkackt das. So. Das hier wird, ja doch, das. Nee, da kommen wir nicht überall ran. Ich weiß, dass der Abstand hier jetzt eigentlich viel zu groß ist. Ah, hier entweicht gerade der Sauerstoff. Das ist natürlich ziemlich blöd. Deswegen graben wir das mal so aus. Dann können wir, ja. Kümmern wir uns darum mal verstärkt. Auch dafür brauchen wir Diamant. Wie viel Diamanten haben wir denn eigentlich? Habe ich da. Oh, 0 Kilogramm. Achso, haben wir auf dem anderen Asteroiden, denke ich, ne? Diamant. 65 Tonnen, okay. Da können wir erstmal ein bisschen mit Meißeln. Bohrkegeln. Mit Bohren, na gut. Dann können wir eigentlich das auch bis da schon mal ausgraben lassen. Maxman, du hast nicht die Fertigkeiten, da jetzt weiterzumachen. Wo haben wir dich denn? Da. Du bist eigentlich fürs Bauen und Mechatroniker. Das ist dein Zuständigkeitsbereich. Graben kannst du tatsächlich nicht. Ja, dann hast du jetzt gerade keine andere Möglichkeit, als zu warten oder aber... Ich tausche das mal hier auf Materialien, die du selber hier hast. Dann kannst du dich doch selber befreien. So, dann ist die Sauerstoffverschwendung nämlich gleich vorbei. So, ist das hier schon angeschlossen? Ja. Dann würde ich mal sagen, die Verbindung nach hier unten können wir schon kappen, dass alle Eier, die jetzt gleich gelegt werden, schon nach da oben transportiert werden. Und nee, sobald die Transportschiene gleich in Anführungsstrichen fertig ist, kann ich die ganzen strahlenden Nympheneier nochmal aufräumen lassen hier rein. Und ja, dann werden die da ja reingepackt und dann werden die auch schon nach oben transportiert. Wenn wir über 3 sind, soll das aktiviert werden. Ja, und das ist auch in Ordnung. Der wird immer noch gefüllt. Ja. Soll laufen.
jetzt ist das hier vorbei. Sehr schön. Jetzt wieder nicht mehr. Warum habe ich nicht eigentlich auch, wenn wir hier oben schon Magmatit haben? Das alles aus Magmatit bauen lassen. Das rechts lasse ich jetzt mal, weil da ist es wirklich unwichtig. Aber den Bereich hier links, den hätte ich schon ganz gerne halbwegs zeitnah erledigt. Was sehe ich da? Schubwühlmauseier. Obwohl, das hatten wir ja jetzt gestern im Stream, das Thema. Die machen mir nicht mehr so ganz viel Sorge. Aber wenn ich das so... Die könnten hier jetzt natürlich in die Kolonie kommen und für Unwesen, für Unheil sorgen. Dann wählen wir hier mal alles ab, stellen Tiereier ein und räumen alle auf, die hier vielleicht so rumliegen. Okay, das sind bislang alle. Jetzt muss ich noch den Sensor hier unten eben. Ach, den haben wir hier gar nicht mehr. Das ist ja jetzt. Habe ich das hier denn eingestellt? Nur beim Aufräumen, Regulis. Dann stellen wir hier die Eier mit ein. Genau, dann werden die, ja, so kriege ich sie, glaube ich, nach unten. Können wir auch jetzt gerne mal eben in live beobachten. Werden da fallen gelassen und der Räumer packt sie dann da oben rein. Ja, perfekt. Ach, vielleicht sollten wir noch... stopp. Patrick Petty hier mal rauslassen. Der ist da ja... ja, der fühlt sich nach wie vor wohl. Er hat überhaupt keinen Stress. Geht noch zu essen. Alles gut. Das Plumpsklo könnten wir mal ausstellen. Dann stellen wir das jetzt auf alle... Er macht, warte, ich wollte gerade sagen, er macht keine Anstalten, da rauszugehen, aber jetzt doch. So, dann brauchen wir hier das Bett einmal für dich. Na, da. Und. Einen Sitzplatz. Hier unten. Okay, und da ich gerade sehe, ich habe jetzt meine halbe Stunde schon überzogen, die ich mir für heute vorgenommen habe, würde ich da mal sagen, kommen wir jetzt zum Ende. Und ja, jetzt seid ihr wieder gefragt. Jetzt dürft ihr mir fleißig Verbesserungsvorschläge schreiben, was ich wo, wie, gerne auch warum besser machen kann. Vielleicht kann ich mir manche Dinge auch selber erschließen, warum das mehr Sinn macht, aber dürft mir gerne auch immer erklären. Und ich kann das jetzt vielleicht mal stellvertretend sagen, weil Goofy das gefragt hat. Ihr dürft mir sehr gerne immer Tipps in die Kommentare schreiben oder Verbesserungsvorschläge. Spoiler müssen nicht unbedingt sein, da die lese ich in der Regel nicht. Aber so Tipps dürft ihr mir sehr, sehr gerne immer schreiben. Gerade wenn ich auch Sachen falsch mache oder sowas, haut's in die Tasten. Ansonsten, wie schon zu Beginn gesagt, gerne liken. Das hilft dem Kanal auf jeden Fall und damit helft ihr auch mir. Und ja, ansonsten, ne, bleibt mir nichts weiter zu sagen als macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss.